Einen wunderschönen guten Tag. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, wie in jedem Jahr, außer dem letzten tatsächlich als Erster. Und es ist schön, dass wir dieses Jahr wieder für Sie spielen dürfen, das heißt für das Erstsemester. Wir sind die Uni Big Band. Wir sind ein Verein hier an der Uni, die sich ein bisschen der Musik verschrieben haben und dies hier heute zu hören. Unser Ansinnen liegt einmal darin, uns bekannt zu machen, dass möglichst viele Studenten von uns wissen und natürlich auch die, die selber Musik gemacht haben,
das in irgendeiner Form eventuell bei uns weitermachen können. Und es gibt ständig eine Fluktuation in der Band. Auch Sie wollen irgendwann mit Ihrem Studium fertig sein und irgendwo auf dieser Welt einen Job anfangen. Und dafür brauchen wir natürlich dann immer wieder Ersatz, Nachwuchs, die bei uns mitspielen. Momentan suchen wir wirklich im Blechbereich Trompeten, Posaunen. Und wie Sie eben gerade gesehen haben, wir haben einen Wechsel im Saxophon gemacht. Das heißt, ein junger Mann ist mit dazugekommen. Der hat jetzt ein paar Proben bei uns mitgemacht, hat jetzt 2-3 Stücke mitgespielt. Und dann kommt der Stamm mit dazu. Also es ist ganz entspannt bei uns, diese Stücke zu lernen. Das Zweite ist, da kann ich jetzt dieses Mal nicht ganz so viel Werbung machen, weil ich noch nicht weiß, was uns Corona noch bringen wird. Die Uni führt jedes Jahr einen Ball durch. Und wir wissen noch nicht, ob dieser stattfinden wird. Das wird sich erst im Laufe der Zeit jetzt entscheiden. Und da spielt auch diese Big Band. Es gibt eine Top 40 Band, die dann in der Mensa spielt und diese Big Band, wo dann Standardtänze fleißig geprobt, getanzt werden können. Dazu möchte ich Sie, wenn er dann hoffentlich stattfindet, recht herzlich einladen und sich auch an unserem Infostand Informationen über unsere Big Band zu holen und eventuell sich bewerben, bei uns mitspielen zu können. Ich wünsche Ihnen in Ihrem Studium viel Erfolg. Haben Sie eine gute Zeit in Kiel und vielleicht sehen wir uns mit dem einen oder anderen irgendwann einmal wieder. Vielen Dank, Ihr Peter Urban, musikalischer Leiter der Big Band. Danke. Thank you.
Sehr geehrter, lieber Herr Dr. Kämpfer, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Kiel,
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Vertreterinnen und Vertreter des Allgemeinen Studierendenausschusses, des ASTAS und des Studentenwerks und vor allem Sie, liebe Erstsemesterstudierende. Als Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität der CRU heiße ich Sie sehr herzlich willkommen an Ihrem ersten Tag an unserer Universität, hier im Audimax, dem größten Hörsaal unserer Universität. Es ist einfach toll, dass wir heute hier in Präsenz sein können. Ich schaue hier in einen gefüllten Hörsaal. Es ist richtig schon Stimmung hier durch die Uni Big Band. Es ist einfach Leben hier an unserer Universität und das ist einfach toll und darüber freue ich mich wirklich sehr. Letztes Jahr war das nämlich ganz anders. Letztes Jahr war es hier gespenstig. Ich stand hier allein im Hörsaal und wir hatten diese Erstsemesterbegrüßung ausschließlich online, war ja Videostream. Und heute ist das doch ganz anders. Ich begrüße auch diejenigen der Studierenden, die hier jetzt online zugeschaltet sind. Einige sind das ja auch noch, die jetzt via Livestream unserer Veranstaltung hier auch jetzt verfolgen, zum Beispiel über das Handy oder über ein Tablet. Ganz herzlich möchte ich auch die internationalen Studierenden heute begrüßen. Dear international students, I very warmly welcome you to Kiel University. Die Erstsemesterbegrüßung ist für mich als Präsidentin der Universität von ganz besonderer Bedeutung. Denn heute kann ich Ihnen an Ihrem ersten Tag an unserer Universität auch persönlich sagen, wie wichtig Sie uns sind. Wir sind stolz und wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Universität für Ihren Studienort gewählt haben. Und ich kann Ihnen sagen, das war genau die richtige Wahl. Ich bin nämlich selbst noch sogenannte Neukielerin. Ich bin noch gar nicht so lange hier an unserer Universität. Ich bin seit letzten Oktober Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität. Und ich habe im letzten Jahr die Universität mit ihren Menschen, die hier arbeiten, forschen und lehren, ebenso schätzen gelernt wie die Stadt Kiel und auch die tolle Umgebung. Also, Sie haben wirklich die richtige Wahl getroffen. Um Ihnen den Studienbeginn so einfach wie möglich zu gestalten, auch unter den noch geltenden Corona-Bedingungen, haben wir wirklich alle Anstrengungen unternommen. Und da danke ich auch ganz herzlich allen Fakultäten und den Einrichtungen von unserer Universität, ebenso wie den Studierenden. Wir haben unser Bestes gemacht, dass Sie auch einen guten Einstieg jetzt in Ihr Studium bekommen. Sie werden die meisten Veranstaltungen in Präsenz haben. Das heißt, wir gehen jetzt in das Wintersemester im Prinzip in die volle Präsenz. Das heißt, Sie werden in Hörsälen, in Seminarräumen, in den Laboren Ihre Veranstaltungen haben. Sie werden doch die Professorinnen und Professoren und die Dozentinnen und Dozenten treffen. Sie werden mit denen diskutieren können, Ihre Fragen stellen können und auch Feedback bekommen. Sie werden natürlich auch Ihre Kommilitonen und Kommilitonen in den verschiedenen Veranstaltungen treffen können. Sie können sich austauschen, Sie können diskutieren, zusammen in die Mensa gehen und das Uni-Leben gemeinsam genießen können. Das heißt, das Wintersemester wird in Präsenz sein und wir hoffen wirklich sehr, dass Sie damit einen guten Start in das Studium auch finden. Sie werden damit unseren Unicampus als einen Ort der Begegnungen kennenlernen, als einen Ort des Lebens, des Lernens und auch der sozialen Miteinanders. Und wir alle wissen jetzt nach den letzten Semestern, die quasi ausschließlich virtuell stattgefunden haben, dass das ganz wichtig ist. Lernen ist auch ein sozialer Prozess. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir in diesem Wintersemester wieder sehr viel Präsenzlehre haben werden. Heute ist der Start für Sie in einen neuen Lebensabschnitt. Die Studienzeit wird sicherlich für Sie eine ganz besondere Zeit werden. Viele von Ihnen sind möglicherweise zum ersten Mal jetzt hier in Kiel, nach Kiel gezogen, wohnen zum ersten Mal allein in einer Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft.
Ich kann Ihnen sagen, die Studienzeit wird Sie prägen, wird Sie verändern und wird Sie stärker machen. Und ich möchte Ihnen gerne 3 persönliche Tipps auch für Ihre Studienzeit mitgeben. Erstens, nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten unserer Universität. Schauen Sie auch mal über den Tellerrand. Denn die Christian-Albrechts-Universität ist eine Volluniversität mit 8 Fakultäten und einem breiten Spektrum von verschiedenen Fächerkulturen. Wir haben die Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, ebenso wie die technischen Wissenschaften, die Naturwissenschaften und die Medizin. Das heißt, wir haben ein breites Spektrum von verschiedenen Fächerkulturen. Annähernd 200 Studiengänge. Also nutzen Sie auch die Vielfalt, die vielen Möglichkeiten unserer Universität. Zweitens, nutzen Sie auch die Angebote der Studierenden und der Fachschaften und auch der verschiedenen Hochschulgruppen. Und da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten. Sie können hochschulpolitisch aktiv sein. Sie können auch als Tutor tätig sein, zum Beispiel dann für andere Studierende. Oder Sie können auch kulturell sich engagieren. Also da gibt es auch eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten. Nutzen Sie auch diese Angebote. Und drittens, gestalten Sie unsere Universität aktiv mit. Dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen. Es gibt da viele Möglichkeiten und nutzen Sie auch diese Möglichkeiten. Und ich wünsche Ihnen wirklich von Herzen einen erfolgreichen Verlauf Ihres Studiums und hoffe, dass Sie diese ganz besondere Zeit, Ihre Studienzeit, auch genießen können. Last not but least, die Corona-Pandemie ist leider noch nicht ganz zu Ende. Das heißt, es wird auch in den kommenden Wochen und Monaten darum gehen, die Abstandskontroll- und Hygieneregeln auch weiterhin einzuhalten. Und damit wir eine sichere Lehre auch in den nächsten Wochen haben können, möchte ich Sie gerne auch auf unser Impfangebot hinweisen. Das wird es jetzt noch mal geben vom 19. bis 21. Oktober, also diese Woche Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Und nutzen Sie dieses Angebot. Es gibt einen Impfbus hier auf dem Unicampus, keine Anmeldung notwendig. Also diejenigen unter Ihnen, die noch nicht geimpft sind, möchte ich gerne auch auf dieses Angebot hinweisen. Je mehr von Ihnen geimpft sind, desto mehr sichere Präsenzlehre werden wir an unserer Universität haben. Und davon profitieren Sie alle. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie da mitmachen. Ja, jetzt möchte ich Ihnen noch einen kurzen Ausblick auf unser interessantes Programm heute geben. Wir werden gleich ein Grußwort vom Oberbürgermeister Dr. Kämpfer haben. Außerdem eine Videobotschaft unseres Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein. Und dann werden die verschiedenen Fakultäten, die Studierenden und das Studentenwerk sich Ihnen vorstellen. Und am Schluss gibt es noch ein Slam Poetry. Und dann möchte ich Sie auch ganz herzlich einladen zu unserer Infomesse, die dieses Jahr digital stattfindet. Da werden Sie viele Informationen bekommen über verschiedene Angebote, zum Beispiel die allgemeine zentrale Studierendenberatung oder das Sportzentrum. Also nutzen Sie auch dieses Angebot. Also herzlich willkommen, einen guten Start in Ihr Studium und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, liebe Studierende, liebe Frau Fulda, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Universität, ich bin Ulf Kämpfer, der Kieler Oberbürgermeister, und ich heiße Sie natürlich erstmal ganz, ganz herzlich willkommen in Ihrer Heimat für hoffentlich viele Jahre, für ein paar Jahre hoffentlich mal auf jeden Fall. Vor allem aber möchte ich Ihnen gratulieren, dass Sie sich so entschieden haben. Das haben Sie schon mal ziemlich gut hinbekommen, und wenn alles Weitere so gut hinläuft, dann, glaube ich, werden Sie hier eine gute Zeit in Kiel haben und auch weit darüber hinaus. Die Entscheidung, so war es jedenfalls bei mir, über das Wo und was will ich eigentlich studieren, das ist so die erste große Entscheidung, die man in einem Erwachsenenleben dann auch trifft. Und davon hängt
im Bewussten wie im Zufälligen, was man natürlich nicht vorweiß, eine ganze Menge ab. Sie werden hier hoffentlich eine solide Ausbildung bekommen, wissenschaftlicher Art, aber die Chance, jedenfalls so war es bei mir, dass Sie hier auch den Menschen finden, mit dem Sie das ganze weitere Leben gestalten wollen, die ist gar nicht so gering. Und ich als Oberbürgermeister freue mich natürlich, und auch davon gibt es zunehmend viele Menschen, dass Sie nach dem Abschluss vielleicht den ersten, vielleicht auch den zweiten Job hier in Kiel haben, von mir aus auch gerne für immer bleiben können. Die Stadt ist voll von Menschen, die eigentlich nie hierher wollten und trotzdem hier geblieben sind. Ich gehöre dazu. Ich bin vor 20 Jahren aus Berlin meiner Frau hinterhergezogen und wir beide waren fest entschlossen, das wird eine kurze Episode. Und wir sind hier geblieben jetzt über 20 Jahre, nicht weil wir es mussten, sondern weil wir es wollten und immer noch wollen. Und das sagt sehr viel über diese Stadt, die, glaube ich, in vielerlei Hinsicht, und das Gleiche gilt vielleicht auch für die Universität immer noch, in vielerlei Hinsicht unterschätzt sind. Und Sie haben das aber erkannt und das ist großartig. Und drei Aspekte sind wichtig, warum es für Sie gut ist, dass Sie in Kiel sind. Aber zunächst einmal ist es für die Stadt ganz wichtig, dass Sie hier sind. Kiel ist die Landeshauptstadt, Kiel ist Sailing City, so nennen wir uns. Wir sind auch immer noch eine Stadt der Werften. Wir sind vieles, aber wir sind eben auch eine Universitätsstadt. Nicht in dem klassischen Sinne wie vielleicht Tübingen oder Heidelberg oder Göttingen, aber die 36.000 Studierenden natürlich in der CAU, an der Fachhochschule, an der Mothesius Kunsthochschule und jetzt an der vierten, der dualen Hochschule Kiel, die prägen die Stadt, sie prägen auch den Sound der Stadt. Und dass das so ist, das konnten wir in Kiel gerade in den letzten anderthalb Jahren dann sehr schmerzlich bemerken. In dieser Zeit war dieser Sound nämlich wesentlich leiser, weil viele gar nicht in Kiel waren. Und wenn sie in Kiel waren, dann waren sie vielleicht zu Hause, aber nicht in den Clubs, nicht auf den Festivals, nicht auf der Kieler Woche, weil all das gar nicht oder nur sehr, sehr eingeschränkt stattfinden kann. Und da hat man gemerkt, dass eben in der DNA dieser Stadt Sie, gerade die, die frisch in der Stadt sind, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und deswegen freuen wir uns so sehr, dass Sie bei uns sind. Aber ich sagte es, ich glaube, es ist auch für Sie eine sehr, sehr gute Entscheidung. Die CAU hat sich gemacht als Universität. Sie gehört, glaube ich, das kann man sagen, zu den Top 20 Universitäten in Deutschland und für viele Bereiche innerhalb der Universität oder wenn ich an Forschungsinstitute wie das Institut für Weltwirtschaft oder das Geomar-Institut denke, dann sind wir in den Top 5 oder Top 10 und das nicht bundesweit, sondern weltweit. Und das ist etwas, was viele gar nicht so genau wissen und was Sie aber unbedingt wissen sollten, weil das für uns auch ein Teil des Stolzes ausmacht, wie viel Exzellenz mittlerweile hier in dieser Stadt zu Hause ist. Und Sie sind und werden sicherlich auch Teil dieser Exzellenz werden. Die Uni ist das eine, ob Sie mit Ihrem Studienfach glücklich werden. Das weiß ich nicht. Ich hoffe es. Dafür können Sie vieles tun, dafür kann die Uni etwas tun. Aber dass Sie an die CAU gekommen sind, das ist, glaube ich, schon mal eine sehr, sehr gute Entscheidung. Dass Sie nach Schleswig-Holstein gekommen sind, ist, glaube ich, auch eine sehr gute Entscheidung. Mit Ihrem Semesterticket können Sie in sehr kurzer Zeit in Lübeck sein. Sie können nach St. Peter-Ording zum Surfen fahren oder nach Sylt oder Sie können nach Flensburg fahren oder in die wirklich wunderbare Natur, die wir haben. Wir sind das einzige Bundesland an zwei Meeren und Kiel ist die einzige Großstadt, die wirklich direkt am Meer liegt. Alle anderen, wie Hamburg, liegen immer nur an Flüssen. Wir sind direkt am Meer, die Stadt, die Förde reicht ins Herz der Stadt und das prägt vieles und ich glaube in einem sehr, sehr positiven Sinne. Und die Stadt und die Größe der Stadt, ich glaube auch da kommt vieles, sage ich mal, ein bisschen das Beste aus zwei Welten zusammen. Ich selber habe in Göttingen, in Berlin und New York studiert und Göttingen ist eine tolle Universitätsstadt, aber außer Universität und Studierenden und Professoren und Professorinnen, nichts gegen uns alle, aber irgendwann wird es ein bisschen fad. Und das ist in Kiel ein bisschen anders. Sie werden ja auch auf Menschen treffen, die für die Landesregierung arbeiten oder auf den Werften. Sie werden Menschen treffen, die in Garden oder in Mettenhof oder an anderer Stelle sind. Und das vielfältige, diverse, multikulturelle, was Kiel auch mittlerweile prägt, ihnen nahe bringen.
Und das sind Herausforderungen, das ist viel Bereicherung, aber das ist eben eine gewisse Rauheit und eine gewisse Realitätsnähe, die die ganz klassischen altehrwürdigen Universitätsstädte nicht so in dem Maße nach meiner Erfahrung haben. Und in Berlin ist es mir jedenfalls so ergangen, das ist eine tolle Stadt, aber eben auch eine Stadt, gerade wenn man neu in der Stadt ist oder an einer Universität, in der man doch auch manchmal verloren gehen kann, in der die Wege weit sind und in der man vielleicht nicht immer so schnell heimisch wird, wie das, glaube ich, in Kiel möglich ist. In Kiel ist einerseits vieles nah beieinander. Man muss nicht sich immer sofort entscheiden, ob man mit jemandem so in Kontakt bleiben will, weil man weiß, man trifft sich immer noch ein zweites oder drittes Mal in Kiel. Man kann sich aber auch aus dem Weg gehen. Und wir haben viele Vorzüge, die eben eine echte Großstadt hat. Die tollen Sportmöglichkeiten sind schon angepriesen worden. Wir haben ein Fünf-Sparten-Theater, wir haben Oper, wir haben Theater, wir haben ganz viel andere Kultur, wir haben Clubs, wir haben mittlerweile eine echte tolle Start-up-Szene in der Stadt. Das ist auch für viele an der Uni sehr, sehr interessant. Wir haben tolle Festivals. Die Kieler Woche, die kennen Sie natürlich alle, die dann im nächsten Jahr dreimal aufs Holz klopfen, wieder gleich genauso intensiv und umfangreich mit über 3 Millionen Menschen stattfinden kann. Wir haben aber auch mittlerweile andere tolle Festivals, zum Beispiel das Waterkant-Festival, das sich den Themen Nachhaltigkeit und Start-ups widmet. Wir haben gerade vor wenigen Wochen die 5. digitale Woche Kiel gefeiert als Digital-Festival, eins der großen transformativen Themen der nächsten Jahrzehnte, die Sie auch mitprägen sollen und werden. Und das ganz andere große Transformationsthema, das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz, auch das hat in Kiel einen großen Platz. Wir sind aktuell als Kiel, als Großstadt, die Preisträgerin mit dem Nachhaltigkeitspreis Deutschland sind wir ausgezeichnet worden. Nicht, weil schon alles toll ist in Kiel, aber wir haben uns auf den Weg gemacht. Auch dank vielen studentischen Engagements in der Uni selbst, aber auch in der Ratsversammlung, in den Ortsbeiräten. Viele von ihnen mischen sich auch ein, nehmen Anteil an dem Schicksal der Stadt und bringen nicht nur viel Schwung und Ideen und manchmal auch viele kritische Fragen, die mich ins Schwitzen bringen auf Veranstaltungen, bringen sie ein. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil der Sound der Stadt, er soll nicht nur im Sandhafen bei einem Sundowner oder sozusagen bei Freizeitaktivitäten die Stadt prägen, sondern auch durch das Ungeduldige, vielleicht das Innovative, das Unvermutete, die neuen Ideen, die Sie mit in die Stadt bringen. Ja, viele, viele Vorzüge. Man kann in Kiel, wie gesagt, vieles nah erreichen. Ich selber bin fast ausschließlich mit dem Fahrrad unterwegs. Wir haben vieles, was Ihnen vielleicht, wenn Sie nicht aus Kiel kommen, selbstverständlich vorkommen wird, wie die Veloroute 10, die direkt über den Campus läuft, oder die Start-up-Szene oder die mittlerweile wirklich großartige Kiellinie, in der man im Sommer, also wenn das Wetter ein bisschen besser ist als jetzt, fast schon mediterranes Flair hat, wo Sie Tango tanzen können, wo Sie laue Sommernächte verbringen können, wo wirklich eine Lebensqualität entstanden ist, die es so vor 20 Jahren, als ich in diese Stadt gekommen bin, noch nicht gab. All das gibt es jetzt und davon möchten wir noch gerne viel mehr haben. Und es gibt Orte, an denen dieses Neue auch entsteht. Die alte Mu ist ein Kreativzentrum mitten im Herzen der Stadt, was Land und Stadt nach Kräften fördern, in dem ganz vieles zusammenkommt, wissenschaftliche Ideen, aber auch viel Engagement, ja, wie unsere Stadt, wie unser Land noch interessanter, noch nachhaltiger, noch vielfältiger werden kann. Und ich kann Sie nur einladen, werden Sie ein Teil dieser Stadt Kiel, auch über Ihr Studium und über das Lernen und das Ablegen von Prüfungen hinaus. Und wie gesagt, wenn Sie noch ein bisschen länger bleiben nach dem Abschluss, wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Mein Werbeblock über die Stadt hat auch immer den Teil, wir möchten, dass Sie sich möglichst schnell auch formell juristisch zu Kiel bekennen, sich also bei der Stadt anmelden. Der eine Vorteil für Sie ist ganz unmittelbar, Sie müssen kein Ordnungsgeld bezahlen, weil das ist eine Rechtspflicht, sich anzumelden. Aber wir wollen es Ihnen auch versüßen. Wir zahlen Ihnen 100 Euro Begrüßungsgeld dafür, dass Sie sich sehr schnell bei uns anmelden. Sie können das tun, auch nicht nur im Rathaus, sondern noch in dieser Woche in der sogenannten Studiale, in der Filiale der Fördersparkasse, hier nur wenige Meter vom Audimax entfernt.
Die 100 Euro, die wir Ihnen geben, die kriegen wir versüßt dadurch, dass wir für jeden Einwohner, jede Einwohnerin 1.000 Euro vom Land bekommen. Ich finde, das ist ein guter Deal. Und das ist nicht nur ein guter Deal für die Stadt, sondern mit diesen 900 Euro Gewinn, die ich es mal nenne, damit machen wir natürlich was. Damit bauen wir den ÖPNV und die Fahrradwege aus. Oder vielleicht haben Sie schon unsere Sprottenflotte gesehen, das Bike-Sharing-System, in dem die erste halbe Stunde kostenlos ist. Das geht natürlich nur, weil wir als Stadt etwas dazuschießen. Und dafür brauchen wir jeden Mann, jede Frau an Bord, auch im Melderegister, damit wir die Zuschüsse und die Förderung bekommen, die wir brauchen, um diese Stadt Schritt für Schritt ein bisschen lebenswerter zu machen. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Daran arbeite ich mit großer Begeisterung. Und ich wünsche mir von Ihnen, dass Sie sich hier in Kiel ja, gut ankommen, dass Sie sich hier wohlfühlen, dass die durchschnittliche Miete hier in Kiel beträgt 290 Euro, das ist eine Menge Geld. In Hamburg bezahlen Sie 420 Euro, in München zahlen Sie 700 Euro. Also da ist die Welt noch ein bisschen mehr in Ordnung hier. Und wenn ich Ihnen noch was anderes raten darf, ja, alle möchten fußläufig zur Uni wohnen, aber es reicht auch fahrradläufig oder in Busentfernung, dann wird es noch ein bisschen günstiger und man kann tolle Stadtteile wie zum Beispiel Garden auf dem Ostufer, wo sich sehr, sehr viel tut in den nächsten Jahren, oder in der Wiek oder auch in anderen Teilen von Kiel sehr, sehr gut zu Hause sein. Wie gesagt, Sie sind überall sehr, sehr schnell. Geben Sie auch dem nicht so naheliegenden, nicht nur im Studium, sondern auch in Ihrem Alltag die Chance, etwas sich überraschen zu lassen von Dingen, von denen Sie gar nicht geahnt haben, dass es Sie in Kiel gibt. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Zeit in Kiel. Wenn was stört, sagen Sie es nicht den Kieler Nachrichten, sondern schicken Sie eine E-Mail an ulf.kämpfer@kiel.de. Dann versuche ich, das auszubügeln. Ich weiß, diese Stadt ist eine, ich nenne sie manchmal eine ungekämmte Schönheit oder eine Stadt auf den zweiten Blick. Aber gerade vor wenigen Tagen habe ich wieder eine ja fast Fanpost bekommen von einer jungen Frau aus Bonn, die sagte, hier sei so viel los, hier sei so viel im Entstehen. Sie wolle unbedingt, so schnell es geht, nach Kiel ziehen. Sie haben das schon geschafft. Herzliche Gratulation dazu. Eine wunderbare Zeit in Kiel. Machen Sie was draus. Herzlichen Dank. Und jetzt folgt das Grußwort des Ministerpräsidenten. Dankeschön. Zusammen, liebe Erstsemester, liebe neue Studierende an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, herzlich willkommen in Schleswig-Holstein, herzlich willkommen in unserer Landeshauptstadt. Ich freue mich sehr, dass jetzt für Sie alle das Studium losgeht. Ich denke mal, dass Sie sich alle auch richtig darauf freuen. Und das ist auch ein besonderes Jahr, in dem das stattfindet. Jetzt ist die Zeit, in der endlich wieder mehr Präsenzunterricht und Präsenzvorlesung stattfinden in diesem Semester. Und ich hoffe, dass das alles für Sie auch eine richtig spannende Zeit jetzt wird. Ich muss bei diesen Veranstaltungen immer selbst daran denken, als ich als Erstsemester an der Uni angefangen habe in Kiel. 1993 ist lange her, weiß ich, aber ich war wahnsinnig aufgeregt, als wir damals im Audimax zusammengesessen haben. Und das geht Ihnen hoffentlich jetzt auch so, wird eine besondere Zeit. Und ich hoffe, dass wir immer mehr möglich machen können. Jetzt ist Corona einigermaßen im Griff. Wir wollen das auch im Griff behalten. Und meine herzliche Bitte ist, vieles an Veranstaltungen kann ja insbesondere stattfinden, wenn man geimpft, genesen oder getestet ist. Und am besten ist, wenn sich viele impfen lassen. Das ist der Schlüssel, um noch mehr möglich zu machen in unserem Land. Wir haben eine vernünftig hohe Impfquote, aber ein bisschen mehr geht da. Und vielleicht können Sie den einen oder anderen noch mal anschnacken. Wäre hilfreich, wenn alle solidarisch sind und mitmachen. Jetzt aber erstmal einen erfolgreichen Start. Alles Gute im Studium und freue mich, dass Sie sich alle für Kiel entschieden haben. Studierende, mein Name ist Markus Hund und ich bin Vizepräsident für Studium, Lehre und wissenschaftliche Weiterbildung an der CAU Kiel. Auch ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei dieser doch recht ungewöhnlichen Erstsemesterbegrüßung, die wir jetzt in diesem Jahr das erste Mal sowohl in Präsenz als auch digital durchführen können. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für das Studium an der CAU, an unserer CAU, entschieden haben. Die Kieler Universität mit ihren jetzt mehr als 27.000 Studierenden ist in 8 Fakultäten aufgeteilt, in deren Spitze der Dekan oder die Dekanin mit seinem oder ihrem Team steht.
Auch die Dekane möchten Sie im Namen der Fakultäten herzlich in Kiel willkommen heißen. Ich werde nun ins Gespräch gehen mit den Dekanen der Medizinischen Fakultät, Professor Dr. Thierry, der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät, Professor Dr. Karl Mühling, der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Professor Dr. Axel Scheidig und der Technischen Fakultät, Professor Dr. Lorenz Kienle. Ja, ich starte gleich in die muntere Fragerunde. Herr Professor Thierry, was ist das Besondere an Ihrer Fakultät? Ich will ja nicht sagen, es ist die beste, da bekomme ich hier Ärger, aber es ist sicher eine der ganz großen Universitäten, es ist auch eine der Gründungsuniversitäten der Christian-Albrechts-Universität. Die Medizin besteht aus zwei Teilen, es gibt eine Vorklinik und es gibt den klinischen Abschnitt. Der klinische Abschnitt ist hier sehr eng verbunden mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Und das ist hier auch eine Besonderheit, dass dieses Universitätsklinikum sogar zwei Fakultäten umspannt, nämlich auch Lübeck. Das heißt, Sie werden also wirklich eine gesamtuniversitätsmedizinische Ausbildung auch dann, wenn Sie wollen, Schleswig-Holstein erleben können. Zur medizinischen Fakultät gehört auch die Zahnmedizin. Auch die Studierenden der Zahnmedizin sind hier ganz, ganz herzlich willkommen. Und wir kümmern uns auch um gemeinsam mit den naturwissenschaftlichen und mit den auch agrarwissenschaftlichen Fakultät um weitere Studienangebote im Rahmen von Masterstudiengängen, speziell für naturwissenschaftliche Studierende. Und ich glaube, Sie können hier wirklich froh sein, das ist nicht untertrieben, was der Oberbürgermeister sagte. Die Freundlichkeit der Stadt ist überwältigend. Ich bin ja auch erst seit einem Jahr oder eineinhalb Jahren jetzt hier. Und hier kann es sogar passieren, dass der Bus auch mal hält, wenn Sie einen Busstopp aus Versehen gesehen haben, der hält eigentlich da gar nicht, dann sagt der Busfahrer, ach, ich halte für Sie auch mal. Das ist schon etwas, was man, glaube ich, in anderen Städten gar nicht so erlebt. Und als Dekan kann ich auch sagen, vielleicht für die Medizin, dass es sogar so ist, dass Kolleginnen und Kollegen, die einen Ruf, also eine Möglichkeit haben, an eine andere Universität zu gehen, ich rede jetzt von Professoren, dass sie dann doch noch mal zum Dekan kommen und fragen, gibt es nicht doch eine Möglichkeit, in Kiel zu bleiben? Ich möchte nicht nach Münster. Und das geschieht auch. Also wir haben hier wirklich das Glück, dass wir viele herausragende Lehrkräfte auch für Sie hier halten können. Und ich glaube, die Medizin und Zahnmedizin, das wird Ihnen hier große Freude machen. Ja, vielen Dank. Nun stehen wir ja vor einem weiteren Semester mit Corona-Herausforderungen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wir haben es vorher von der Präsidentin gehört, wir gehen in die Präsenz, aber es wird auch viele hybride und einige digitale Lehrveranstaltungen geben. Was plant Ihre Fakultät, um den Einstieg für die Erstsemesterstudierenden und für die Studierenden insgesamt zu erleichtern? Also Ihre Vorgängersemester haben, oder wir haben gemeinsam geübt, kann man mal so sagen. Also wie schafft man das einerseits den Hybridunterricht hinzubekommen? Also dafür ist alles vorhanden, was man sich vorstellen kann. Aber wir werden durchaus versuchen, etwa 90% der Lehrveranstaltungen in Präsenz durchzuführen. Insbesondere ja auch in der Klinik ist es notwendig, Kontakt zum Patienten zu haben, aber auch in der Vorklinik mit den ganzen Praktika und den Dingen, die man wirklich sehen muss, angreifen muss und vor allen Dingen, man muss ja auch miteinander sprechen. Und ich sehe das auch als eine enorme Chance jetzt an, dass auch wieder ein studentisches Leben beginnen kann, dadurch, dass wir halt uns auch mal wieder treffen. Das ist halt auch virtuell doch was ganz anderes. Da bin ich ganz froh drum und freue mich auch dann auf Sie zu treffen. Und wenn auch ein Problem mal ist, der Dekan ist ja für Sie auch immer da, wenn es irgendwo mal kneift. Ja, vielen herzlichen Dank. Als Abschlussfrage, was wünschen Sie Ihren Studierenden für Ihr Studium? Welchen Wunsch würden Sie mitgeben? Dass Sie am Ende wirklich eine sehr gute Ärztinnen und Ärztin werden mit Empathie für ihre Patienten, aber auch diese besondere Motivation, diesen Schwung aus Kiel mitnehmen,
die Neugier an dem, was man vielleicht noch nicht so weiß, dass man das auch erarbeitet und erkennen kann. Wir sind eine besonders forschungsstarke Fakultät. Kiel, die Kieler Medizin hat zum dritten Mal ein Exzellenzcluster, also das Bundesexzellenzcluster gewonnen für chronische Entzündungen. Das ist schon etwas ganz Außergewöhnliches, und zwar wirklich aus der Medizin heraus. Das heißt, Sie haben hier insgesamt, und da ziehe ich die anderen Kollegen auch der anderen Fakultäten mit herein, wirklich ein herausragendes Personal, mit dem Sie zusammenarbeiten. Ich wünsche Ihnen einfach Neugier an dem, was hier möglich ist. Nehmen Sie die Chancen auf, beginnen Sie frühzeitig auch mit der Suche nach einer Promotionsarbeit. Es lohnt sich hier, und wenn man in Kiel promoviert hat, ist das auch nach außen ein ganz besonderer Gütestempel. Ja, vielen herzlichen Dank. Herr Mühling von der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät, was können die Studierenden an Ihrer Fakultät lernen? Ja, zunächst einmal gehören wir auch zur Lebenswissenschaften. Herr Thierry hat es ja schon gesagt, wir kooperieren mit Mediziner, auch mit der MatNat-Fakultät. Und unsere Fakultät ist übrigens jetzt 75 Jahre plus eins. Wir haben durch Corona leider letzten Jahr nicht feiern können. Wir werden das nachholen. Also für die Agrar- und Ernährungswissenschaftler wird das nächstes Jahr im Juni sein, diese Feier. Und ja, das Einzigartige an unserer Fakultät ist eigentlich, dass wir Agrar- und Ernährungswissenschaften an Bord haben. Das trifft nur 5-mal in Deutschland zu, sodass wir die gesamte Wertschöpfungskette von der pflanzlichen, tierischen Erzeugung bis hin über Agribusiness, über Umweltmaßnahmen, von Landnutzungssystem bis Lebensmitteltechnik und Gesundheit des Menschen abdecken. Ja, vielen herzlichen Dank. Auch an Sie die Frage, wie sieht es in Ihrer Fakultät in dem kommenden Semester aus mit der Mischung aus Präsenz, Hybrid- und Digitallehre? Wie möchten Sie für die Studierenden den Zugang erleichtern? Ja, wir finden uns einem Übergangssemester. Also wir machen natürlich die kleineren Veranstaltungen, Praktika, Exkursionen schon in Präsenz. Ab dreistellige Hörerzahlen kann es durchaus auch mal digital wieder laufen, gerade in den Grundlagen, drittes Semester noch. Aber nicht nur, wenn wir das im Griff kriegen, also die meisten Veranstaltungen sind schon in Präsenz. Ja. Und wir bieten darüber hinaus natürlich auch viel an, um jetzt Ihnen weiterzuhelfen. Das heißt, wir haben Erstsemester-Videos für Sie auf der Homepage dargestellt. Wir haben Mentorenprogramme, Erstsemester-Frühstück und Campusführung, ja, Hilfsprogramme, schauen Sie auf der Homepage nach, es gibt sehr viele Hilfsvideos zu OLAD-System, zu UNIVIS, alles, was Sie so gebrauchen können im Leben eines Studierenden, finden Sie eigentlich bei uns schon auf der Homepage. Und unsere Fachschaft ist wirklich klasse, also auch da ein super Ansprechpartner für Sie natürlich für weitere Informationen. Ja, vielen Dank, Herr Mühling. Welchen Wunsch würden Sie denn Ihren Studierenden mit auf den Weg geben oder jetzt insbesondere den Erstsemesterstudierenden? Ja, also auch hier die naturwissenschaftlichen Grundlagen, die sind in den ersten 2 Semestern nicht ohne. Und im Prinzip holen Sie nochmal Abitur nach, zumindest mal in den Naturwissenschaften. Also für diejenigen, die jetzt viel abgewählt haben, ne, wie Physik, Chemie, da wird es ein bisschen schwer. Also da bitte ich um Durchhaltevermögen, dass Sie das überstehen, weil dann wird es erst richtig interessant, nämlich im dritten, vierten Semester. Und bei uns in Kiel ist es eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal, dass Sie sich ab dem vierten Semester schon spezialisieren können. In eine Fachrichtung, wir haben ja 5 Fachrichtungen, Nutzpflanzenwissenschaften, Nutztierwissenschaften, Umweltwissenschaften, Ernährungswissenschaften und Agrarökonomie, Ernährungsökonomie. Und diese Chance haben Sie schon ab dem dritten Semester. Das heißt, die ersten 3 Semester sind schon ein bisschen umfangreicher und die haben es in sich. Aber wenn Sie das verstanden haben, dann können Sie wählen, ne, in die Richtung, die Ihnen wirklich liegt. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Mühling. Ich komme zur Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Herr Scheidig, was ist das Besondere an Ihrer Fakultät? Was können die Studierenden an Ihrer Fakultät erwarten? Das Besondere an der Fakultät ist im Prinzip ihre Größe erstmal. Wir sind die zweitgrößte Fakultät. Wir haben 8 Sektionen. Wir haben 31 Studiengänge. Das sind Bachelor-Master-konsekutive Studiengänge. Das sind Spezialstudiengänge im Master, internationale Studiengänge. Wir bedienen sehr stark auch das Lehramt, 2 Fächer. Das heißt, unsere Studierenden wechseln auch mal die Fakultät während des Tages, geisteswissenschaftliche, philosophische Fakultät sehr stark.
Wir sind, wie gerade schon gesagt, auch bei den Lebenswissenschaften ganz intensiv. Wir haben Studiengang, denke ich mal, gemeinsam mit der medizinischen Fakultät machen, die Biochemie. Wir haben sehr viel Lehrimport, Lehrexport, also sehr heterogen, würde ich mal sagen, ist unsere Fakultät. Die allgemeine Klammer, die wir über unsere Arbeiten setzen können, ist das forschungsorientierte Lehren. Das heißt, die Studierenden werden bei uns schon sehr früh in Übungen, in Forschungspraktika und auch in Exkursionen eingebunden. Exkursionen gerade, das wäre das, was uns über die Corona-Pandemie etwas reduziert hat. Das konnten wir mit sehr viel Aufwand dann in der kurzen Phase im Sommer letzten Jahres als Wesentlichen auffangen. Aber auch hier ist eben eine sehr große Stärke, dass wir international tätig sind mit allem, was wir machen. Die Fragestellungen, die uns alle extrem bewegen, Klimawandel, Nachhaltigkeit, Diversität, wird in unserer Fakultät gelebt. In der Thematik dessen, was wir unterrichten, dessen, was wir forschen und so, wie wir leben. Und das, denke ich mal, ist eine ganz besondere Qualität unserer Fakultät. Wir sind international, etwa 10% unserer Studierenden sind international. Welcome to you, international students. Kann man noch verbessern, sollte man noch verbessern, ist ein weiteres Ziel für die Zukunft, da sozusagen noch diverser, noch internationaler zu werden. Ja, vielen herzlichen Dank. Wie sieht es an Ihrer Fakultät aus mit der Mischung aus Präsenz-, Hybrid- und Digitallehre? Was planen Sie, um den Erstsemesterstudierenden hier den Einstieg zu erleichtern? Ja, also wir werden vorwiegend in Präsenz gehen. Das war schon das ganze vergangene Semester immer unser Zug. Wir wollen in die Präsenz. Wir brauchen sozusagen das tägliche Miteinander. Gerade habe ich schon erwähnt, die Laborarbeit, die geht zu Hause nicht, die kann man nicht mit einem Videofilm, einem Lernfilm etc. erarbeiten. Das heißt, wir gehen über 90% in Präsenz. Wir werden aber die digitalen Lehrinhalte, die wir jetzt in den letzten zwei Semester entwickelt haben, nicht in die Schublade schieben. Da ist viel sehr Gutes dabei. Da ist vieles, was man sozusagen zur besseren Vermittlung von Wissen benutzen kann. Das sind Podcasts, das sind kurze Videos, das sind Simulationen, das sind Programme, die man asynchron, also nicht während einer Präsenzvorlesung, sondern dann, wenn man Zeit hat, durcharbeiten kann, vor der Prüfung nochmal in Erinnerung rufen. Da ist vieles Gutes dabei. Das müssen wir weiterentwickeln. Dafür brauchen wir weitere Ideen, dafür brauchen wir neue spontanen Impuls, auch von den neuen Studierenden, die das ja vielleicht aus den Schulen mehr oder weniger gut, aber mit vielen Ideen mitbekommen haben. Da werden wir drauf aufbauen. Wir haben sehr viele Lehrvideos, die den Einstieg in die digitale Lehre ermöglichen oder auch die Hybridlehre, die Kombination von all dem. Unsere ELK Medien, also eine Einrichtung der Universität, haben fantastische Arbeit geleistet, dass man da sehr gut hineinkommt in die Einführung, in das fortgeschrittene Nutzen von digitaler Technik. Unsere Fachschaften sind sehr aktiv. Nur ein kurzes Beispiel, die Studienberatung ist jetzt aufgrund von Videokonferenzen noch einfacher, noch schneller, noch unmittelbarer. Das werden wir beibehalten, denn wenn wir nicht mehr in die Präsenzsprechstunde notwendigerweise gehen. Ich habe gerade erwähnt, wir haben ja auch internationale Studierende, die können noch nicht unbedingt nach Kiel kommen, die wollen wir natürlich nicht verlieren. Das heißt, auch die haben dann die Möglichkeit, unser digitales Angebot zu nutzen, weitestgehend sozusagen auch in ihrem Studienfortlauf dabei zu bleiben, das ist ganz wichtig, sodass wir dann vielleicht im kommenden Sommersemester eine wunderschöne Mischung aus Hybrid und Präsenz haben, so wie wir es uns eigentlich in einer gesunden Universität wünschen würden, einer zukünftigen Exzellenzuniversität. Ja, vielen herzlichen Dank. Zum Abschluss auch hier die Frage, was wünschen Sie Ihren Studierenden für das Studium an der CAU? Schnelles, bequemes, reibungsloses Reinkommen, Spaß haben. Das ist ein ganz besonderer Lebensabschnitt. Sie sind selbstbestimmt, sie wählen sozusagen ihre Kurse nach ihrem Gemüt, nach ihrem Wunsch. Ich hoffe, Sie haben ausreichend Durchhaltevermögen, denn es ist ein Studium. Wir haben schon gehört, man muss was lernen, man hat auch Prüfungen vor sich, das ist Frustration mitunter, also Durchhaltevermögen.
Letztendlich ist es aber eine ganz spannende Lebenserfahrung, sich da sozusagen nicht alleine, sondern in einer Gemeinschaft durchzuarbeiten und hinterher ein tolles Ergebnis zu haben, was einem die Welt öffnet. Ja, sicherlich, Sie sollen in Kiel bleiben. Wir bilden aber international aus, das heißt, wir bilden Sie für die Welt aus. Das heißt, die eine oder den anderen werden wir wohl verlieren an die Welt. Aber dafür kommen andere auch wieder zurück. Deswegen also Durchhaltevermögen, Spaß haben und loslegen. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir kommen zur Technischen Fakultät, Herr Professor Kienle. Auch hier die Frage, was ist das Besondere an Ihrer Fakultät? Was können die Studierenden bei Ihnen lernen? Sehr viel. Aber bevor ich auf Ihre Frage komme, möchte ich zunächst auch nochmal persönlich hier alle Studierenden begrüßen. Für mich ist das heutige Ereignis tatsächlich überwältigend, denn es ist für mich auch die erste große Präsenzveranstaltung und dann gleich so groß. Fantastisch, dass Sie den Weg hier ins Audimax gefunden haben. Damit aber zurück zu Ihrer Frage. Die Technische Fakultät, was ist hier das Besondere? Nun, die Technische Fakultät ist die jüngste Fakultät an der Christian-Albrechts-Universität. Wir zeichnen uns durch eine gewisse Innovationskraft aus und das zeigt sich beispielsweise in der Lehre, indem wir bereits vor 20 Jahren die ersten internationalen Studiengänge eingeführt haben. Wir machen natürlich die Ingenieursausbildung in drei Fachrichtungen an drei Instituten, dem Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik, dem Institut für Informatik und dem Institut für Materialwissenschaft. In unseren Forschungen sind wir hochdynamisch. Aktuell beispielsweise interessieren wir uns für Forschungsthemen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Data Science, Energietechnik, auch Energiewendetechnik, Medizintechnik und natürlich auch die vernetzten Sensorsysteme. Diejenigen Studierenden, die am Campus Garden die Vorlesungen hören werden, werden sicherlich noch ein wenig gestört werden durch den Baulärm. Wir stellen hier nämlich gerade einen neuen Forschungsbau, gerade zu diesem Thema, der bis 2023 fertigzustellen ist. Ja, natürlich bringen wir zu Beginn den Studierenden die Grundlagen bei, die natürlich im Ingenieurbereich vornehmlich mathematischer Natur sein können. Aber wir wollen auch schon frühzeitig die Studierenden motivieren, über den Tellerrand ihrer eigenen Disziplin hinaus zu blicken und dann auch später in Abschlussarbeiten befähigt zu sein, einen Beitrag zu liefern, natürlich aus technologischer Sicht, zu ganz wichtigen gesellschaftlich relevanten Fragen. Stichwort hierzu nochmal die Energietechnik. Ja, vielen Dank. Wie wird es an Ihrer Fakultät aussehen im kommenden Semester mit Präsenz, Hybrid, digital? Wie möchten Sie da den Studierenden den Einstieg erleichtern? Ja, es wird alles geben, was Sie genannt haben. Und natürlich bereiten wir die Studierenden hier sehr intensiv vor. Es gibt und es gab ja auch bereits Studieneingangsveranstaltungen. Die wurden auch sehr gut frequentiert. Das freut mich natürlich als Dekan ganz besonders. Wir hatten beispielsweise Studieneingangsveranstaltungen in der Materialwissenschaft, wo ganz detailliert der Studienverlaufsplan aufgezeigt wird, sodass also die Studierenden wirklich planen können, was ist in diesem Semester dran, was im nächsten und so weiter. Dann gab es das Studieneingangsprojekt der Elektrotechnik in Präsenz, wo Sie als Studierende dann auch Ihre zukünftigen Kommilitonen innen schon kennenlernen konnten und natürlich auch Ihre zukünftigen Lehrerinnen, Lehrenden und die ProfessorInnen, dann unterschiedlichste Formate in der Informatik bis hin zu einem, welches so ein bisschen den Übergang zwischen der Schule und dem Studium erleichtern soll, wo ganz gezielt auf die doch teilweise ein bisschen problematische Studieneingangsphase fokussiert wird. Diese Probleme werden aber nicht nur angesprochen, sondern auch Lösungswege werden angeboten. Diese ganzen Veranstaltungen werden natürlich von unseren lehrenden ProfessorInnen gestaltet, aber eben auch, und hier ganz speziell der Dank an die Fachschaft, die sich hier wie üblich mit äußerst hohem Engagement eingebracht hat und die hier natürlich auch eine Perspektive liefern kann, gerade auf die Studieneingangsphase, welche üblicherweise die ProfessorInnen eben nicht besitzen, denn die meisten von uns haben ja schließlich nicht in Kiel studiert. Ja, vielen Dank. Was wünschen Sie Ihren Studierenden für den Einstieg ins Studium oder überhaupt für das ganze Studium? Nun, natürlich viel Erfolg, aber natürlich auch viel Freude. Ich würde uns allen natürlich auch wünschen, dass jetzt mit der abnehmenden Pandemie auch noch mehr Präsenz möglich ist, insbesondere auch die vollumfängliche Rückkehr unserer internationalen Studierenden auf den Campus.
damit eigentlich das, wofür die technische Fakultät steht, wieder ganz deutlich sichtbar wird, nämlich ein weltoffener Campus. Das ist mir besonders wichtig. Und natürlich sollten wir nicht vergessen, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Nehmen Sie die Impfangebote wahr und vor allem bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank, Kine, für dieses Plädoyer und vielen Dank, verehrte Kollegen, für den Einblick in Ihre Fakultäten. Sie als Erstsemesterstudierende werden sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch vielfältige Kontakte mit den Kolleginnen und Kollegen in den Fakultäten haben. Ich möchte Sie an dieser Stelle noch einmal zusätzlich animieren. Nutzen Sie die Angebote der Fächer und Fakultäten. Gehen Sie bei Fragen zu Ihrem Studium auf unsere Einrichtungen zu. Wir haben hier auch jederzeit ein offenes Ohr für Sie. Ein offenes Ohr wird auch die Institution haben, die sich als nächstes Ihnen vorstellen möchte. Ich freue mich nun, das Wort an Daniela Evers vom Studentenwerk übergeben zu können. Die Mitarbeitenden vom Studentenwerk Schleswig-Holstein helfen Ihnen bei Fragen zum BAföG, zu Wohnheimplätzen und zu weiteren Problemen. Hier wird Ihnen ein großes Kultur- und Freizeitangebot geboten. Und sicherlich werden Sie im Laufe Ihres Studiums auch das eine oder andere leckere Gericht in den Mensen des Studierendenwerks zu sich nehmen. Vielen Dank. Moin Moin, mega Anblick hier oder ein bisschen förmlicher, liebe neue Studierende. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier im Namen des Studentenwerks Schleswig-Holstein in Kiel und an der CAU begrüßen darf. And a very warm welcome to all international students. We are happy to have you here. Ich freue mich vor allem auch, Sie vor Ort hier begrüßen zu können. Wir haben ja gefühlt jahrelang darauf gewartet, hier wieder Leben auf dem Campus zu haben. Und darum wundern Sie sich bitte nicht, wenn ja, meine Kolleginnen hier oder auch ich mal ganz freudig jemand winkt oder auch ein Hallo ruft. Genau, wir freuen uns einfach alle über Ihre Anwesenheit. Und unser Motto ist schon immer, wir sind dein Rückenwind. Und das nehmen wir gerade in dieser Zeit besonders ernst. An 6 Hochschulstandorten in Schleswig-Holstein setzen wir 560 Mitarbeitende des Studentenwerks und 110 KollegInnen unserer Tochterfirma der HSG dieses Motto täglich um. Und dabei kommen unsere Leistungen mittlerweile bei ja, über 60.000 Studierenden in Schleswig-Holstein an. Und was die Studierenden, was Sie von uns erwarten und von mir und meinen Kolleginnen, das wissen wir immer sehr genau. Das Studentenwerk Schleswig-Holstein wird nämlich als gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts mit sozialem Auftrag vom Verwaltungsrat, vom Vorstand und von unserer Geschäftsführerin verwaltet. Und dabei ist der Vorstand und der Verwaltungsrat zu gleichen Teilen von Studierenden und von Hochschulangehörigen besetzt. Und so gibt es eine echte Mitbestimmung von Ihnen, Ihrerseits, bei Entscheidungen, die Sie betreffen. Und wenn Sie jetzt Ihr Studium beginnen, liegt bestimmt einiges Ungewisses vor Ihnen, das ist immer so. Und dann ist es einfach gut, wenn irgendwas gewiss ist. Sie fragen sich wahrscheinlich, wen werde ich hier so treffen in den nächsten Jahren? Versprechen die Vorlesungen das, was ich mir vorstelle? Und ich werde Ihnen sagen, was gewiss ist. Wir werden uns auf jeden Fall begegnen. Sie werden dem Studentenwerk begegnen, denn wir bieten Services rund um Ihr Studium an. Vielleicht treffen wir uns in der Mensa. Wo sind wir? Nebenan. Können Sie Mittagessen in der größten Mensa in Schleswig-Holstein? Zu normalen Zeiten sind hier ca. 3.000 Studierende täglich und nutzen das abwechslungsreiche und leckere Angebot für den kleinen Geldbeutel. Im Moment gilt hier Essen to go mit Abstandsregelung und Maskenpflicht und Essen vor Ort mit der 3G-Regel. Und mein Tipp ist, besuchen Sie auch die kleine Mensa 2 unten in der Leibnizstraße bei der Bibliothek gegenüber. Die ist etwas kleiner und hat nochmal eine andere Atmosphäre. Aber natürlich ein warmes Mittagessen oder eine Waffel zum Kaffee kriegen Sie sowohl unten als auch hier oben. Die eine oder der andere ist vielleicht schon eingezogen in eines unserer Wohnheime. Das Studentenwerk hat 9 Wohnheime hier in Kiel. Und hier bieten wir Wohnplätze und Wohnmöglichkeiten zu günstigen Preisen an. Neue Leute kennenlernen und
alte oder neue Hobbys entdecken, können Sie in unserer Kunst- und Kulturabteilung. Und die Kurse finden in diesem Semester online und in Präsenz statt. Also es ist ein Mischangebot. Und auf unserer Homepage studentenwerk.sh können Sie sich jetzt für die Kurse im Wintersemester anmelden. Da gibt es zum Beispiel kreatives Schreiben, plastikfreie Alltagsprodukte selber machen, Instagram-Accounts anlegen, und zwar erfolgreich, nicht so wie mein eigener, 8 Anhänger habe ich da irgendwie, sondern richtig erfolgreich mit Reichweite und so weiter, Impro-Theater und natürlich noch vieles mehr. Die Studierenden mit Kind unter Ihnen haben vielleicht schon eine unserer 5 Kindertagesstätten in Kiel kennengelernt. Wir bieten hier knapp 300 Betreuungsplätze an für die kleinen Kinder und für eben Kinder von Studierenden. Und die KollegInnen kennen sich dort bestens aus mit den Bedürfnissen der Eltern im Studium und natürlich auch mit denen der Kinder, das ist klar. Liebe Mütter und Väter, wir wollen Sie auch gern kennenlernen. Kommen Sie doch vielleicht morgen vorbei hier in der Mensa 1 zu unserem Stand von der Sozialberatung zwischen 11 und 14 Uhr. Da bekommen Sie von uns einen Kreativbeutel für Ihre Kinder geschenkt, gegen Vorlage Geburtsurkunde und Studienausweis. Diese Beutel wurden übrigens gefördert von der Stadt Kiel. Ein herzliches Dankeschön nochmal. Und Sie können auch gleich Fragen loswerden zum Thema Studium mit Kind. Wenn jetzt noch kein Kontakt dabei war zum Studentenwerk, dann vielleicht jetzt. Im Bereich Internationales bieten wir zum Beispiel unser Study Buddy Programm an. Das ist so ein Mentoring-Freizeitprogramm, wo deutsche und internationale Studierende gematcht werden und gemeinsam Zeit verbringen, und hier wird auch immer einiges angeboten. Oder vielleicht kommen Sie in Kontakt mit unserem Amt für Ausbildungsförderung, ein sehr großer Bereich im Studentenwerk oder kurz auch BAföG. Da bearbeiten meine KollegInnen im Moment ihre Anträge. Gerade zu Studienbeginn ist da immer sehr viel los. Und es gibt auch wieder die Erste-Hilfe. Noch bis 12. November können Sie, wenn Sie noch keinen BAföG-Antrag gestellt haben und Fragen haben zur Antragstellung, direkt eine Beratung bekommen. Montags, donnerstags und freitags zwischen 9 und 12 Uhr kann man sich hier eine Online-Sprechstunde buchen unter Beratung BAföG, ein Wort, @studentenwerk.sh. Okay, wer jetzt immer noch keinen Kontakt zum Studentenwerk hatte, kommt vielleicht in unser Beratungszentrum. Ein weiterer Bereich von uns, hier können Sie mit allen Fragen rund ums Studium und zur Studienfinanzierung sich an die Sozialberatung wenden. Vielleicht läuft ja mal was nicht so, wie Sie sich das vorgestellt haben im Studium. Und meine Kolleginnen Johanna Usinger und Ramona Lopez und ich sind täglich für Sie erreichbar. Übrigens äußern 61% der Studierenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf. Und diese Zahl ist in der Pandemie noch mal deutlich gestiegen. Das sind Fragen in der Finanzierung, zu studienbezogenen Fragen oder auch bei persönlichen Problemen. Und unsere Erfahrung ist, vieles lässt sich gemeinsam klären, wo man alleine nicht weiterkommt. Es gibt außerdem eine psychologische Beratung bei uns, für den Fall, dass Probleme auch nicht mehr alleine handelbar sind, Prüfungsangst auftritt, große Zweifel am Studium bestehen, psychosomatische Beschwerden auftreten und so weiter. Diese Beratung ist kostenlos, kann auch auf Englisch durchgeführt werden und auf Wunsch auch anonym. Ja, auch Sie freuen sich wahrscheinlich nach all den digitalen Monaten auf Kontakt und darauf, was Neues kennenzulernen. Vielleicht nutzen Sie dafür auch in unserer Mensa unsere neuen Meet-and-Eat-Tische. Die sind nicht zu übersehen. Und wer hier Platz nimmt, zeigt damit, dass er Lust hat, andere kennenzulernen, jemanden ansprechen. All das ist hier gewünscht. Unsere Angebote für Sie in dieser Woche. Heute unser digitaler Stand. Da können Sie nochmal alle Angebote, die ich gerade genannt habe, genauer kennenlernen, bis 15 Uhr. Unser Stand in echt sozusagen mit allen Fragen zu Finanzierung, zum Jobben, zu Versicherungen und so weiter. Morgen hier in der Mensa 1, 11 bis 14 Uhr. Und am Freitag gibt es noch einen Online-Workshop um 12 Uhr ohne Anmeldung zum Thema ohne Moos nichts los. Ist ja auch was dran, wer noch Fragen hat zur Finanzierung. Also Ihr Studienstart ist der Anfang eines neuen Lebensabschnitts. Und wir freuen uns, wenn wir Sie in Teilen auf diesem Weg begleiten dürfen, als Ihr Rückenwind. Wir sind bereit, bis bald und herzlich willkommen. Und für mich persönlich viel Erfolg, das wünscht man immer. Ich wünsche Ihnen eigentlich eher Erfahrungen, die Sie hier selber schaffen können und kreieren können, über die Sie in 20 und 50 Jahren noch sprechen. Alles Gute.
Ja, liebe Kommilitoninnen, liebe Erstis, liebe Zweitis, liebe Drittis, liebe Studis. Es ist so schön, euch endlich hier in Präsenz zu sehen und ich begrüße auch ganz herzlich alle diejenigen, die online mit dabei sind. Endlich. Corona hat uns zu lange an die Schreibtische gezwungen und wir freuen uns total, dass sich die Campi wieder füllen. Vor genau 5 Jahren war ich auch Ersti. Ich erinnere mich sehr gut daran. Ich war extrem aufgeregt, extrem überfordert und ehrlich gesagt bin ich das manchmal immer noch. So viele neue Fristen und Portale, so viele Gebäude, so viele Menschen. Keine Panik, es geht uns allen so und wir helfen euch. Wenn ich von wir spreche, dann meine ich den ASTA, den Allgemeinen Studierendenausschuss. Wir sind fast 40 Menschen. Ehrenamtliche, das sind meistens Studis, und Festangestellte, das ist eine Mischung aus Studis und Vollzeittätigen. Wir kümmern uns um die Belange der Studierendenschaft. Wir sind studentisch verwaltet, das heißt von Studis für Studis. Wir sind immer vor Ort und stehen euch zur Seite. Egal, ob es eine BAföG- und Sozialberatung mit Diana, Silvia und Kai in der Leibnizstraße ist oder eine allgemeine Studienberatung mit Volker, aber auch eine Rechtsberatung mit Nils könnt ihr bei uns bekommen. Auch bei einem rechten Angriff könnt ihr mit Helena bei Zebra euch beraten lassen oder bei Erfahrungen mit sexueller Gewalt bei Nina beim Frauennotruf. Und das natürlich kostenlos. Im Büro, hier oben, bei Mensa 1, ist Uli immer für euch erreichbar. Wir, der Vorstand des ASTAS, Uta, Julian und ich, wir haben das Privileg, repräsentativ für euch zu stehen. Repräsentativ gegenüber der Uni, der Stadt und auch dem Land. Wir stehen für alle Menschen im ASTA und wir stehen für euch, die Studierendenschaft. Das ist uns wirklich ganz wichtig. Wir werden legitimiert durch das STUPA, das ist das Studierendenparlament, das ihr einmal im Jahr bei den Studienwahlen wählt. Und unsere Referate, das sind immerhin 20 Stück, die machen die inhaltliche Arbeit für euch. Ob es eine Beratung mit Malte und Melina ist, wenn ihr irgendwelche Probleme mit den Dozierenden habt, oder wenn ihr euch an Inko wendet, der ist für euch da, wenn ihr Probleme mit eurem Arbeitsvertrag und den Arbeitsbedingungen habt, bei dem Job, den ihr vielleicht neben dem Studium her ausüben müsst. Oder eine Diskussion mit dem Referat für Feminismus und Antirassismus oder ein Workshop zum Bau eines Insektenhotels mit dem Referat für Ökologie. Und auch Jan Niklas ist für euch da, wenn ihr gesundheitliche Beeinträchtigungen habt und vernetzt euch. Uns ist es ganz wichtig, niemand ist alleine und wir sind für euch da. Und während des Semesters versorgen wir euch mit allen möglichen Veranstaltungen, mit unseren 20 Referaten und uns sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Auch hier freuen wir uns immer über Anregungen von euch. Wenn ihr merkt, so Mensch, das wäre doch mal cool, dann freuen wir uns immer auf eine Nachricht von euch. Und besonders zu Beginn des Studiums und auch während des kompletten Studiums sind wir immer die allererste Informationsquelle für euch. Ob über unseren Instagram-Account @astacaukiel oder unser neuer Podcast, der am Freitag Premiere gefeiert hat mit seiner ersten Folge und jetzt alle 2 Wochen euch updatet. Wir bringen euch auf den neuesten Stand, damit ihr immer gut informiert seid. Auch unsere Website und unsere anderen Social-Media-Kanäle werden regelmäßig von uns upgedatet. Da findet ihr alle möglichen Informationen, die ihr vielleicht braucht zum Erstellen eines Stundenplans oder wie ihr euch am besten vernetzen und beraten lassen könnt. Und wenn wir wirklich nicht alles bedacht haben und es immer noch Fragen gibt, dann freuen wir uns, von euch zu hören. Mit der Immatrikulation an der Christian-Albrechts-Universität habt ihr das Privileg, einmal im Jahr das Studierendenparlament zu wählen. Eure Stimme ist wichtig, damit wir meinen den ASTA und den Vorstand, eure Bedürfnisse hochschulpolitisch umsetzen könnt. Also engagiert euch. Seid nicht der Donner, sondern seid der Blitz, der einschlägt und das Leben an der Universität nachhaltig mitgestaltet. Setzt euch ein,
Engagiert euch, macht das Studium, die Jahre, die ihr hier an der Uni bringt, zu euren Jahren und sorgt dafür, dass die Uni sich euren Bedürfnissen anpasst. Informiert euch, sprecht uns an, schnackt mit uns, vielleicht habt ihr es schon gesehen, wir stehen noch unten vor dem Audiomax, holt euch einen Ersti-Beutel ab mit den Kartenhöhen für eure CAU-Card und ganz viel Infomaterial. Wir sind auch die ganze Woche über hier auf dem Hauptcampus zu finden. Wir freuen uns auf euch und wir wünschen euch von Herzen einen entspannten Start in das neue Semester. Hallo, oh, das klingt gut. Ja, ich freue mich sehr, euch jetzt einen Text vorlesen zu dürfen. Mein Name ist Selina Seemann, ich bin Poetry Slammerin und ich habe gedacht, ich schreibe jetzt auch nochmal was, um euch willkommen zu heißen. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Studierende. Willkommen zum Ernst eures Lebens, dem größten Spaß eures Lebens, der stressigsten und der gechilltesten Zeit eures Lebens. Willkommen in Norddeutschland, dem nördlichsten Norddeutschland, das Deutschlands Norden zu bieten hat. Eure Stundenpläne werden hier von Seehunden zusammengestellt, eure Semestertickets von Möwen kontrolliert und ganz egal, was ihr studiert, die Prüfung am Ende jeden Kurses ist immer ein Wettbewerb im Krabbenpulen. Das sind natürlich Vorurteile, aber sie stimmen halt auch. Willkommen in Kiel, einer Stadt, von der viele sagen, dass sie hässlich sei. Die Leute, die das behaupten, kommen allerdings auch aus der Wilstermarsch oder irgendeinem anderen ausgedachten Fantasielandstrich. Kiel hat nicht nur sehr viel mehr schöne Ecken, als man denkt, es liegt vor allem direkt am Meer. Und wenn es hier wirklich so schlimm wäre, wie die Leute sagen, dann wäre man immer noch innerhalb einer Stunde in Hamburg, könnte sich direkt vor der Haustür eine Fähre nach Norwegen oder Schweden schnappen oder wenn man sehr weit rausschwimmt, bis nach Dänemark kommen. Kiel ist nämlich nicht nur überraschend hübsch, sondern auch gut angebunden, was man über die Wilstermarsch nun nicht gerade sagen kann. Willkommen an der Uni Kiel mit ihren Fakultäten, Mensen, Bibliotheken, dem Audimax und über 350 Jahren Geschichte. Willkommen angekommen sein und willkommen nach einem Semester googeln, was man hier noch so studieren kann. Willkommen Überforderungen und willkommen zurechtfinden. Willkommen in der Welt der Studi-Rabatte. Nehmt mit, was ihr kriegen könnt. Solche Traumdeals bekommt ihr erst wieder, wenn ihr in Rente geht. Und wer weiß, wie viel Bock ihr dann noch auf Pubcrawls habt. Gönnt euch, was diese Stadt zu bieten hat. Geht in die kleinen Kinos und in das große Stadion. Holt euch Fischbrötchen und Veggie-Burger. Geht in die Kunsthalle oder zu einem Poetry Slam. Engagiert euch in der Hochschulpolitik, gestaltet mit oder lasst euch durchziehen. Leiht euch Fahrräder, fahrt Fähre, fahrt die Buslinie von einer zur anderen Endstation durch, freut euch auf die Kieler Woche, setzt euch an den Bootshafen, springt in die Förde, legt euch an Strände, findet eure Stammkneipe und wenn ihr dann noch Zeit habt, lernt bitte für eure Prüfung. Willkommen in der Welt der Wissenschaft. Willkommen zu den Fußnoten, den handverlesenen Seminaren, dem Kopfzerbrechen, der Aufregung im Bauch. Willkommen zu dem Gefühl, die Hausarbeit auf den letzten Drücker doch noch fertig bekommen zu haben. Willkommen zu Summa Cum Laude und 4,0. Willkommen Energy Drinks und verkatert Klausuren schreiben. Willkommen alle 27.000 Studierenden, von denen ihr jetzt Teil seid. Vielleicht wisst ihr es noch nicht, aber eventuell sitzen eure neuen besten Freundinnen hier heute mit euch im Raum. Möglicherweise lernt ihr heute noch Menschen kennen, mit denen ihr irgendwann zusammenwohnt. Wenn ihr Glück habt, trefft ihr hier Personen, die euch den Rest eures Lebens begleiten werden. Vielleicht ist das aber auch nur irgendein Haufen Leute, den ihr nie wieder seht, weil sie die Prüfung im Krabbenpulen auch im Drittversuch nicht bestanden haben. Willkommen an alle, die von weiter weg zugezogen sind. Willkommen an alle, die in der Umgebung wohnen und eh schon immer gesagt haben, dass sie aus Kiel kommen, obwohl sie in Wirklichkeit in Achterwehr oder Mönckeberg aufgewachsen sind. Eins ist sicher, den Anker in eurer Instagram-Bio kann euch jetzt niemand mehr nehmen. Willkommen in eurem neuen Lebensabschnitt. Schön, dass ihr auf eure Eltern gehört und was Vernünftiges studiert habt. Geowissenschaften oder europäische Ethnologie oder Fische hauen auf Lehramt. Ja, auch das ist eine echte Wissenschaft. Willkommen zurück im öffentlichen Leben. Willkommen Präsenzlehre. Ich möchte noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass das hier jetzt wieder das Real Life ist und wir jetzt alle sehen, wenn ihr zum Seminar ausnahmsweise mal keine Hose angezogen habt. Willkommen, liebe Studierende. Wenn ihr jetzt hier sitzt, habt ihr das Schwerste schon mal geschafft und jetzt kann es eigentlich nur noch richtig gut werden.
Vielen, vielen Dank. Ja, damit kommen wir zum Ende des ersten Teils der Erstsemesterbegrüßung und ich möchte hier erst einmal allen danken, die das überhaupt erst ermöglicht haben und ich möchte Ihnen natürlich auch für die rege Teilnahme danken und Ihnen jetzt alles Gute wünschen für einen wundervollen Semesterstart und für ein gelungenes Studium jetzt wieder in Präsenz. Alles Gute und ich denke, wir werden uns in der einen oder anderen Konstellation auch wieder in Präsenz und persönlich sehen können. Vielen Dank.